Schwester Inge, bin ich auf Sendung? Ja. Hallo Mensch, Hohenstein-Zerczewski, alte Psychofeile. Kennen Sie mich noch? Hohenstein-Laubitz. Wir waren beide auf der Uni. Du hast Psychiatrie studiert und hast noch dann Prof gemacht, um Eiswillige. Ich hab doch hier die Ländereien bis Großer Steinbeck und wieder am Regenbeck. Pass mal auf, ich weiß, dass du deinen Ruhesitz da hast. Ich bin total fertig, ein Pflegefall. Ich habe Kopfstuhl. Ach, 3 Monate lang Enthaltung. Ich habe keinen Stuhl gehabt. Hast du noch deinen Morbus Crohn? Ach, naja, pass mal auf. Du musst dich mal mit deinen therapeutischen Fähigkeiten in diesem Treiberfolge Niederbredenbeck, mit dem musst du dich mal auseinandersetzen. Ich komme da nicht mehr klar. Also, ich werde mich erkenntlich sein. Tschüss, Bericht. Hallo, hallo Hohenstein-Laubitz, du alte Ratte, du alter Graf Dracula. Ah, du hast ja furchtbar mit deinem Stuhl. Dein Kopf sieht ja auch schon aus wie ein Stuhl. Ich habe ja noch immer Morbus Crohn, ja. Ich habe schon alles wund. Naja, folgendes. In Niederbredenberg sieht es auch wirklich schlimm aus. Pfarrer Oetzmann hat mir schon Bescheid gesagt. Ich versuche immer ein Tutor. Was rede ich denn da? Einen sehr erfahrenen Psychiater hinzuschicken. Ich selbst kann gar nicht. Ich muss publizieren. Ich muss noch sehr viel arbeiten hier. Ich muss meine ganzen wissenschaftlichen Texte, muss ich noch verwirklichen. Also, bis dann. Ich melde mich. Ich schicke ihn mal dahin. Da muss ja alles, das muss doch furchtbar sein. Ich habe ja schon alles gehört, ja. Also, alles Gute dir, du Kopfstuhl, du. Hallo Herr Doktor, Herr Professor Dr. Dr. Roden, Sie Sakschewski. Hier spricht Arthur Schub. Sie kennen mich. Dr. Arthur Schub. Sie hatten mich gebeten, bei Treiber Karl vorbeizuschauen. Seine Wohnung war verbarrikadiert. Wir haben sie mit Hilfe von Jäger Ludwig und der Feuerwehr aufbrechen können. Ich habe Treiber Karl im Bett liegen vorgefunden. Ein Gespräch war nicht möglich. Er fragte mich auf Ansprache meinerseits, ob ich ihn sehen würde. Jedes Gespräch war zwecklos, aber trotz der verminderten Einstellung und Einsicht meinerseits, dass er fremd oder eigengefährdet war, habe ich den Einsatz abgebrochen. Alles Gute Ihnen! Sie können doch den Vorgang nicht abbrechen. Sie hätten den Treiber ein bisschen lebendig machen müssen. Traumatisieren, enttraumatisieren, Kurzzeittherapie, paradoxe Anwendung. Das wissen Sie doch alles, haben Sie doch alles mitgekriegt. Mann, Schub, jetzt sind wir am Anfang. Ich muss das alles selbst machen. Ich werde mit dem Treiber Karl sprechen, aber richtig. Mensch, bei Hohenstein-Laubitz. Der hätte sie als Dünger verarbeitet, als Dünger, zersetzt und aufgeforstet. Naja, Schub, Sie haben das Beste getan. Vielen Dank für Ihren Einsatz und Dankeschön. Alles auf Wiedersehen. Karl, du nimmst sehr viel Zeit in Anspruch von vielen, vielen Leuten. Lass uns jetzt mal klar Tacheles reden. Du bist so klein wie eine Laus, vielleicht noch viel kleiner. Vielleicht bist du im Mikroskop gar nicht zu erkennen. Vielleicht bist du schon vom Winde verweht. Vielleicht bist du tatsächlich gar nichts. Das macht dich auch leicht und kann auch schön sein. Du hast 2 Möglichkeiten. Eine, dass du
sofort mit deiner Treiberkolonne in den Wald läufst und auf die Bäume klatscht und die Schweine zum Laufen bringst oder dich bei Mama in den Kühltopf setzt. Du, ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Mach was draus. Hallo Mama, hier ist Karl. Ich fühle mich so leicht, Mama, wie vom Winde verweht. Weißt du noch, wie wir früher gesungen haben zusammen? Ich weiß jetzt über alles Bescheid, Mama. Hast du vielleicht Kohlsuppe gemacht? Die hat immer so gut geschmeckt. Mama, lass uns zusammen singen. Ich fühle mich so leicht, wie vom Winde verweht.